Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Hier geht es um die Tesla News. Das ist ein Ausschnitt aus meinem Livestream vom Mittwoch, den Tesla Talk, der immer 20 Uhr auf meinem YouTube-Kanal stattfindet. Wenn du da mal reinschauen möchtest, komm gern vorbei. 20 Uhr, jeden Mittwoch. Und dann gehen wir auch schon rein in die News. Wer hat es nicht mitbekommen? X hat heute förmlich gebrannt, oder besser gesagt, der Hashtag Juniper hat gebrannt, denn es sind erste Bilder aufgetaucht von einem enthüllten Model Y. Man sieht auch hier noch die Streifen von denen, wo quasi immer alles abgeklebt ist oder besser gesagt, wo das dann so zugehangen ist. Und hier sehen wir eine Lichtleiste, die wohl im Tesla Model Y zum Vorschein kommen soll. Innen drin ist dann hier der Tesla-Schriftzug eingelassen. Und sollte das so kommen, für mich perfekt. Ich würde es auf jeden Fall so nehmen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was du dazu sagst. Dann, keine große Überraschung, der Innenraum, da gibt es auch ein Bild von. Wir haben hier in der Tür, sehen wir natürlich einen angedeuteten LED-Streifen. Wir sehen hier vorne leider nichts, weil das auch alles zugehangen natürlich und auch die Dashboard-Leiste ist hier auch zu. Weil hier hinten, ihr seht es auch hier, wo der Schatten so ein bisschen ja, sich berichtet, da ist quasi ja die Leiste, wo das Licht drinne wäre. Wir kennen das ja alle vom Model 3 Highland, der hat das nämlich so. Ansonsten hier keine großen anderen Änderungen, die man so sichtbar sehen kann. Deswegen sollte das soweit passen. Der Dominik hat aufgrund der Bilder, hat er mal ein Mockup erstellt, ein sogenanntes Konzept von einem Tesla Model Y Juniper, indem er das dann einfach mal überarbeitet hat. Ich weiß nicht, was man dafür nimmt, Photoshop oder was auch immer, whatever. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich habe jetzt keine Zeit gehabt, den Dominik selber zu fragen, aber das ist ein sehr schönes Bild, wie ich finde. Das könnte man so auch auf jeden Fall gelten lassen. Und ich sage jetzt mal, das hier weg und einfach mal einen Preis drüber schreiben. Das würde doch jedem gefallen, oder? Ja, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Hat er gut gemacht. Kommen wir zu einer weiteren sehr erfreulichen News. Denn Tesla hat die 10 millionste Drive-Unit gebaut. Und zwar haben wir insgesamt 10 Millionen Drive-Unit jetzt bei Tesla gefertigt bekommen. Und das ist aber nicht nur Model 3, Model Y oder Model S, Model X. Nein, da zählt auch der Cybertruck und auch der Semi-Truck dazu. Es gibt dazu auch noch ein Video auf der Tesla X-Seite. Könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Wir gratulieren natürlich herzlich zur 10 Millionsten Drive-Unit. Kommen wir zu einer weiteren sehr, sehr, sehr interessanten News. Denn Warren Redlich hat geschrieben, dass er sich einen Club, also er wird einen Club gründen mit verschiedenen anderen, dass sie sich hinter der Hardware 5 dann mit ihrer Hardware 4 ja verärgert zurückziehen. Und ja, da hat Elon dann einfach mal drunter geschrieben, ja, Hardware 5, also AI 5, ist circa 18 Monate von uns noch entfernt, bevor es dann in die ja, Volumenproduktion geht. Volumenproduktion gehe ich davon aus, dass das dann schon in den Fahrzeugen sein wird oder dass sie dann erst die Produktion anlaufen lassen, damit das dann in die Fahrzeuge verbaut werden kann. So sehe ich das. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. 18 Monate sind anderthalb Jahre, ist noch ein bisschen hin. Und dann kommen wir noch zu etwas Lustigem, weil ich ja immer über meine Sitzbelüftung jammere, dass ich die gerne hätte. Hier habe ich ein Bild gefunden und so kann man sich natürlich auch eine Sitzbelüftung einfach mal basteln. Ja, einfach den Schlauch vorne an die Klima, der wird das dann dementsprechend ja direkt in die Hose leiten und demnach braucht man dann keine Angst mehr haben, dass man irgendwie, dass das dann doch ein bisschen zu warm wird. Ja, fand ich ganz nice, deswegen habe ich es einfach mit reingenommen und ja, das war's mit den News. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass dir diese News gefallen haben. Wenn dem so ist, lass mir gerne den Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, du weißt, wie es läuft. Ja, der YouTube-Algorithmus braucht diese Bettelei, damit du dich darum kümmerst, dass der Algorithmus gefördert wird. Dankeschön dafür und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag, morgen Mittag oder Abend oder wenn du mir zu Bett gehst, eine angenehme Nacht. Hier und hier sollte jetzt der YouTube-Algorithmus, wenn ich das richtig eingestellt habe, dir ein Video vorschlagen. Da kannst du dir gerne weiter etwas anschauen und ja, ich bin raus und sag mir immer Cheers.